Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir bauen gerade an unserer SN15, die wir hier oben fertiggestellt haben und letzte zwei Folgen getestet haben. Jetzt ist der Booster dran, damit ein Testflug zum Mann getätigt werden kann. Und dazu werden wir natürlich powerfule oder sehr starke Triebwerke benötigen. Ich werde mal probieren mit unseren... Wir haben noch nicht das... Nee, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht das Spezialtriebwerk, was die Überpower hier gibt. Du bist aber auch wieder... Nee, du bist drin. Rein theoretisch, wenn wir dich hier oft dran machen. Wie viel Schub hast du? 2000 mit 1,33. So, okay. Es kann aber auch maximal zwei Zündungen haben. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Wir bräuchten halt eins, was mehr als nur zwei Zündungen hat. Aber wenn wir jetzt mal, wer hat den meisten Schub gehabt von euch? Da gab es doch einen, der hier. Ne, hat 55 Newton, der ist noch kleiner, der Falke. Was ist... Ich kann dich von der Größe nicht verändern, ne? Dich kann ich auch von der Größe nicht verändern. Ich brauche einen Antrieb, der Vollgas geben kann, rein theoretisch. Wenn ich den hier hochpumpe, warte mal, wir tun mal das mittlere wieder raus. Und setzen das in die Mitte rein. Ich weiß nicht, wie viel Schub das alleine bringt in der Größenkategorie. Wenn wir das mal voll leer pumpen. Ah ne, warte mal, wir sollten vielleicht ein bisschen Schub drin lassen. Ne? Hat das 0,23 Schub. Man könnte es höchstens probieren. Also eine andere Möglichkeit haben wir eh eigentlich nicht, als einfach zu testen, ob das funktioniert. Weil das hätte natürlich 9 Schübe. So hätte es 0,64. Wir dürfen nicht vergessen, oben kommt auch noch was weg. Würde, das kann gut sein, dass sich das dann ausgeht am Ende. Beziehungsweise wir können eigentlich alle Antriebe hier reintun. Euch würde ich aber gerne... umdrehen. So. Schaut jetzt beschissen aus mit dem Triebwerk ein bisschen weiter unten, aber es soll ja unser Landing-Triebwerk rein theoretisch sein. So, dann brauchen wir Füße. Und ja, ich sag Landing-Triebwerk, weil ich würde gerne den Booster landen versuchen. Das wäre so mein Dream. Mein Dream wäre es, das Teil zu landen. Tu mal die Länge auf 30 Meter. 1,3525. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Es wird weniger. Muss einfach gucken. Wie hoch kann ich gehen? Mit wie viel Schub? Machen wir 2800 MS. Nur in der Stage. Das ist ordentlich. So, jetzt brauchen wir die largen Beine. Die sollten nicht klappen. So, rein theoretisch sollten die Beine super dafür sein. Dann brauchen wir natürlich noch Steuerungssysteme. Dafür kriegt das natürlich die Fin... Wo sind denn die? Sag nicht, dass ich wir die noch nicht... Wir haben die doch schon, oder? Sicher. Ist ja gut, Leute. Die Vögel sind wieder voll happy heute. Thrusterplate. Okay, da sind noch ein paar Thrusterplate. Als ob wir die noch nicht erforscht hätten. Nee, hier kann es nicht sein, das müsste hier sein. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir die schon hatten. Okay, das kann natürlich dann die Landung interessanter machen. Dann müssen wir hier noch sowas dran bauen. Was natürlich oben noch an den Booster jetzt dran kommt, ist speziell. Und zwar eine Batterie. Eine Großbatterie. Das ganze Teil... Ja, ist ja gut. Was habt ihr denn heute? Die haben heute wieder gute Laune. Da hinten. Ja, ja, ist ja gut. So. Wir brauchen... Ich würde gerne mal gucken. So 3,75. Passt. Dann kommt hier die Batterie. 3,75.
Zack. Und die machen wir jetzt einen Meter dick. Was dann natürlich auch noch rein muss, ist erstens ein Computer. Den werden wir aber, und ihr werdet mich hassen, reinbacken. Einfach damit es ordentlich ausschaut. Wir nehmen dafür jetzt den. Nee, wir nehmen den hier. Der hier, der wird da reingebackt. Dann bedeutet dem schon mal zusammen. Und dann brauchen wir noch ein SS-Modul. Tun da drüber und trotzdem noch so ein Skriptteil hier. Und das kann ich an der Größe ändern. 3,75. Und dann werden wir jetzt nicht das ganze Teil hier. Ineinander frusten. So. Dann schaut das nicht am Ende so aus. Schaut ein bisschen weird aus, würde ich sagen. Aber rein theoretisch kann das Ding jetzt geskriptet werden und versuchen zu landen. Alter, das ist ein massives Teil hier. Dezent massiv. So, was wir natürlich hier machen, ist jetzt noch die Farbe anpassen, weil ich hätte das gerne in so ein Black. Obwohl, nee, warte mal, weiß würde wahrscheinlich geiler aussehen. Ja, mit den Füßen schaut es natürlich in weiß noch viel geiler aus. Du hier musst auch noch recolored werden, du bist auch stock white. So, dann ist es die SN15. Ready to be launched, wir speichern einmal. Aber natürlich von einem Standbein aus haben wir dafür die dementsprechenden Sachen hier. Warte mal, wir müssen das hier ein bisschen kürzer machen. Wo sind wir gerade? Warte mal, das geht nicht mehr so tief, weil wir jetzt schon die ganze Höhe ausnutzen müssen. Wir expanden. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wir werden heute den ersten Testflug damit machen. Yay! Das ist natürlich genius. So. So. Die Hülle hätte ich gerne aus. Mantel aus. Da können wir nicht das irgendwie weiter oben fixieren. So, Schwert ist doch viel besser. Mantel aus. Das schaut um einiges schon mal besser aus. Dann kommt natürlich hier ein Fuß hin. Grau. Kann man das nicht hier drauf packen? Ging das nicht? Ah ne, warte mal, das ist wahrscheinlich wieder so ein Bodenstück. Was ist das? Tower Crew Station? Cross Section. Dann machen wir jetzt immer die Cross Sections. 10 hoch. Ja, da kommen wir gut auf die normale Höhe und dann kommt noch die. Die Section hier oben drauf. Dann brauchen wir den Rundgang eigentlich. Wo ist denn der? Aber wir brauchen ja den Lavaarm. Wo kommt? Nee, der gehört schon hier dran. Ja, von der Höhe her passt es ja nicht ganz. Hier fehlt doch aber noch der Rundgang. Wo ist denn der jetzt? What? Nee, das war jetzt echt nicht der Plan. Da fehlt der Außenrumweg. Warte mal, das muss ich wahrscheinlich hier machen. Railings. Nee, wo geht denn das? Ah, da fehlt doch was. Warte mal. Das Teil fehlt. Da, das her. Warte, das muss aber oben sein. What? Au, warte mal. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch hier den Punkt. Nee, das ergibt jetzt keinen Sinn. Hä?
Wait, how? Okay, da muss ich mich wahrscheinlich nochmal auseinandersetzen. Aber ist jetzt auch reine, echt scheißegal. Wir lassen das mal so. Ich tue das danach noch umdesignen. Oder mal schauen, warum da das jetzt halt so ist. Wir machen dich nochmal von der Selection Call. Great, so. Speichern. Denn ich glaube, wir haben alle auf diesen heutigen Moment gewartet. Wir schicken das hier mit rein. Und da müssen dann gleich die Triebwerke aktiviert werden. Ah ne, warte mal. Eins darf nicht aktiviert. Ah, das mittlere. Das ist eh deaktiviert. Gut. Ah ne, Anwend Testflug ohne Solarpaneele. Das würde horrorhaft ausgehen. Wir haben keine Batterien, nichts verbaut. Wo war es denn? Hier irgendwo konnte man seitlich sonst... Ich werde sonst hier wahrscheinlich irgendwo drunter noch eine Mini-Batterie einbauen, auf jeden Fall. Aber fürs Erste reicht es ja, wenn wir erstmal hier genau die Türen öffnen. Und dann haben wir hier Batterien. Und dann nehmen wir die großen. Und placen das mal. Ne, wir müssen es mindestens so platzieren. So. Aber damit muss auch noch hier. Genau so muss das platziert werden. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die dementsprechenden Flügelchen für den Strom, damit wir Batterien danach oder Strom danach produzieren können. Und dafür kommt jetzt hier einfach so ein 1x6er raus rein. Oder wir platzieren das. Wir platzieren die zwei Photovoltaikteile hier mal. Die sollen das so machen. Das ist ja nur ein Testflug unbemannt. Bedeutet, von daher sollte das alles gut laufen. Verbesserungen können danach laufen. Aber jetzt sollten wir erstmal schauen, dass das Ding grundsätzlich fliegen kann. So, wo kann ich jetzt die Türen wieder schließen? Da, Türen schließen. Speichern. Crew haben wir hoffentlich keine drin. Nein, wir brauchen keine Crew, Leute. Das Ding fliegt unbemannt. Speichern. Starten. Darauf habe ich schon gewartet. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, sehr gespannt. Wie unsere SN15 fliegen kann. Vor allem Landungsversuche. Oh Gott, das wird funny. Wir versuchen heute trotzdem auch direkt mal den Booster zu landen. Dann können wir nicht schauen, ob das Mitteltriebwerk überhaupt die Leistung hat, die wir brauchen. Oder ob wir vielleicht alle Triebwerke sozusagen gegen oder alle äußeren gegen das auch austauschen müssen, dann können wir nicht alle verwenden zum Landen rein, theoretisch, weil die Höhe passt ja. So, okay. Es ist ruhig. Man hört und sieht nichts, okay. Wir stehen auch nur dezent in der Luft. 3, 2, 1, Liftoff. Ach, guck mal, da oben ist der Aufzug. Hallo! Warum hoffen wir, der Aufzug da oben ist? Aber okay. Das Ding gibt Gas. Und wir heben ab. Alles sitzt am Boden. Schaut euch mal dieses massive Teil an. Wenn das gut läuft, dann ist das natürlich mega genial. Ich weiß bloß nicht, ob die Füße den Booster halten, wenn der da steht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben außerdem einen neuen Mod, hier den Cartographer. Da seht ihr schon, da können wir schauen, wo wir am besten welchen Transfer machen. Zum Beispiel, wann machen wir am besten in 2 Tagen, Minimus am besten in 4 Stunden. Und wann Moho ist zum Beispiel 116 Tagen mit insgesamt 800 MS Schubleistung, bräuchten wir bloß dahin nur noch. Oh, jetzt hat sich geändert. Weil sich natürlich unsere Trajectory und alles auch gerade abändert. Huch. Der Sound unserer Triebwerke hat sich auch gerade verändert. Was ist denn jetzt passiert? Aber alles noch im grünen Bereich. Ich finde es erstaunlich, dass wir keine Schubanzeige gerade haben. Also ihr seht es ja auch. Irgendwas passt hier nicht ganz.
Aber wir haben noch die Hälfte. Wir kriegen auch keine Infos jetzt. Das ist natürlich uncool. Ich bräuchte die Daten. Langsam anpassen der Flugbahn. Also ich denke mal, so ein viertelten Tank braucht wenigstens die untere Stage, um zu landen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Drehen darf sich die Rakete jetzt auch gerade nicht unbedingt. Das wird sich nur für mich zur Verwirrung führen. Wir sind noch auf dem Weg zu den 45 Grad. Eine sehr schwerfällige Sache in diesem Fall mit der Rakete, wie scheint. Ja, es ist sehr, sehr schwerfällig. Das muss man lassen. Er ist echt schwerfälliger wie gewartet. Oh Gottes Willen ist der schwerfällig. Wir gehen direkt auf 30 Grad runter. Ah, machen wir 35. Das sollte reichen. So. Schauen wir mal ein bisschen noch. Come on! Booster, du schaffst das! No, no, no. Alter, wir verlieren die Richtung gerade ein bisschen. So. Okay, ganz leicht zu fliegen ist das Teil auch nicht. Aber natürlich, wenn es automatisch gesteuert werden könnte, in Zukunft wäre es genial. So, wir haben 1000 Meter drauf. Wir haben den Booster verlassen. Und gehen nun auf neue Flugbahn. Das schaut geil aus, wie der so ganz langsam auf einmal losmacht. Es schaut ein bisschen komisch aus, noch das Ganze, was wir hier gedesignt haben, oder was ich hier designt habe. Aber es erfüllt ja seinen Zweck im Grunde. Und das ist ja alles, was zählt. Und wir haben bewiesen, wir machen mit dem Teil sogar einen unbemannten Flug mit diesem kleinen Teil seitlich dran. Was natürlich in Zukunft es einfacher macht, bestimmte Missionen auszuführen, wo wir einfach den Computer seitlich dranhängen können. Ja, so. Tank hält gut. Triebwerke sind auf voller Leistung. Das System läuft. Aber das System kann auch erst seine volle Leistung. Man sieht halt wieder nichts. Der andere würde jetzt auch schon langsam sinken anfangen. Das ist das andere Problem. So, wir gehen auf komplett 90 Grad. Rein theoretisch könnten wir sogar einen Mittelantrieb verwenden für den Startboost, aber... Die scheinen ganz gut zu laufen gerade. 19 Zündungen haben sie außerdem immer noch. Das ist natürlich genial. Aber wir zünden mal den mittleren noch, einfach damit wir schneller werden. Schauen wir mal, wie viel Treibstoff er hat, wenn er den Orbit erreicht hat. Weil natürlich können wir das ganze Ding jetzt auch umdesignen, so dass das in der Zukunft... ein reiner Tanktransporter ist. Bedeutet, der fliegt hoch und tankt dann das Teil nach hier. So, wir sind im Orbit.
fahren auch schon mal die ersten Solarmodule aus. Sind jetzt für erste Zeit mit Strom versorgen sollen. Aber schaut gut aus, wir kommen auf den richtigen Pfad. Wir sehen, dass der Orbit hier auf jeden Fall gut steigt. So, okay, jetzt lass mal das mal kurz. Jetzt würde ich gerne switchen. So, wechseln zu. Den kurzen Dipper schafft er auch ohne mich. Aber wir haben das Ding schon mal in den Orbit gebracht. Mega geil. Mega cool. Jetzt muss nur noch das Teil. Wenn das Ding noch funktioniert, ne, dann fresse ich einen Besen. Gegendrehen. Oh yeah. Oh yeah. Geben wir auch noch alle eine Zündung. Was natürlich noch geiler macht. Jetzt sehen wir auch, wie viel MS der hat. So. Wir kommen in den atmosphärischen Eintritt. Der Booster tritt wieder ein. Das wollte ich schon lange mal machen, endlich. Was ich jetzt nochmal in der Zwischenzeit machen kann, weil wir werden noch lange, glaube ich, fliegen, hoffe ich auf jeden Fall. Oh, guck mal, dann pausiert er. Yes! Triebwerke ein aus. Warte mal, das muss ich jetzt noch hier rausnehmen. Das muss auf Benutzerdefinierte 1. Triebwerk ein aus. Und dann auf Benutzerdefinierte Stufe 2 kommt hier Triebwerk ein aus. Geil. Ich kann jetzt hier ausmachen, genau. So, der Boost wird eingeleitet. Füße sind ausgefahren. Ja, mit den Dingen kann man nicht so gut lenken, wie scheint. Tausend. Nope, jetzt gibt er. Don't give no! Wir haben es versucht und es war echt nah dran. Bisschen mehr Treibstoff müssen wir ihm übrig lassen am Ende. Dann würde er es schaffen und vielleicht andere Antriebe. Die Beinchen. Okay, wir zurück auf die Umlaufbahn. Wo ist er denn aktuell? SN15? Nein. Muss ich jetzt echt... Oh Mann! Muss ich zum Weltraumzentrum. Oh. Wollte wechseln. Ah, wir waren echt nah dran. Nah dran waren wir. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Der Booster ist gut reingekommen. Aber wir brauchen diese Gridfins. Die sind besser. Die halten so ein Ding, glaube ich, stabiler. Das mit den... das war nicht so gut.
Das war einfach nicht so gut. Ja, Leute, aber den restlichen Testflug von der anderen Stage werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu drücken, weil sonst kriegt ihr keine neuen Videos angezeigt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis es dann. Ciao.